Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Dennison. Und Leute, ihr glaubt es nicht. Achtung, wir haben Angebote bekommen für unsere Mietwohnung, also für unsere Wohnung, die wir vermieten. Und Leute, hier 186, 192 Dollar bietet der Oscar. Das ist ein Plus von ja, knappe 50 Dollar. Ich würde sagen, das nehmen wir auf jeden Fall mal an. Ich glaube, das ist ganz gut. Das läuft jetzt erstmal. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, wir sollen doch noch ein weiteres Geschäft eröffnen. Und ich glaube, Leute, passt mal auf, das werden wir machen. Und zwar nämlich so. Ich habe mir gedacht, wir gehen hin und mieten uns einmal natürlich die Unit 2. Die kostet 300 am Tag. Aber dort werden wir dann alle Haushaltsprodukte, die wir jetzt aktuell haben, alle verkaufen. Und in dem Shop hier in der City lassen wir dann einmal den Game Store. Deswegen würde ich jetzt diesen Laden erstmal mieten für 2 Tage. Und dann gucken wir erstmal, wie es dort läuft. So, das Ding ist jetzt schon mal gemietet für 2 Tage. Prima. Leute, ich hoffe, dass das kein Reinfall wird, ne? Ich hoffe, dass das kein Reinfall wird. So, wir haben jetzt hier einmal den Games and More Shop. Und das ist der andere Laden. Wir machen jetzt hier natürlich erstmal wieder ein Videospielladen draus. Und machen hier erstmal wieder den Game Store draus. So. Game Store. Ja, wir machen Games. So. Game Store. Und dann werden wir hier natürlich dann die Rennspiele, Sportspiele und Rollenspiele verkaufen, die wir noch haben. Dazu würde ich sagen, machen wir einmal die Sportspiele. Die setzen wir auf 10% günstiger. Dann ist das auch erstmal ganz in Ordnung. Ich glaube, das passt soweit. Und den anderen Laden, den nennen wir dann einfach den Haushaltsstore. So. Und dort verkaufen wir natürlich dann unsere Haushaltsgeräte. Dort machen wir auch von 9 bis 18 Uhr. Ein Mitarbeiter wird dann dort am Start sein. Wir müssen dann natürlich erstmal unsere ganzen Produkte jetzt darüber fahren. Aber das machen wir dann jetzt einmal sofort. Beziehungsweise lasst mich ganz kurz mal noch eine Runde duschen gehen und was trinken. So, dann einmal rein hier in die Karre. Die müssen wir jetzt erstmal verwenden. Erstmal wieder das Radio ausschalten hier, das komische Ding da. Bevor wir hier nachher noch irgendwelche Produkte am Start haben, die man nicht holt. Obala. Ja. Ja. Ich sag dazu jetzt erstmal nichts. Egal, Leute. Wir haben jetzt den zweiten Laden geöffnet, beziehungsweise schon mal gemietet. Ich bin mal gespannt, wie der nachher anläuft und wie der nachher funktioniert, ob das alles so passt mit den Leuten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich die Produkte denn alle hier wieder raus? Muss ich die denn einmal hier entfernen? Oder sind die jetzt einfach generell dort drinne? Wartet mal, Inventar liquidieren, Bestandsauflösung bestätigen? Nein. Das wollen wir natürlich nicht. Oder sind die Sachen jetzt hier drinne und ich habe jetzt erstmal verkackt und muss die erstmal hier jetzt drinne lassen? Das wäre natürlich sehr, sehr blöd, ne? Leute, falls ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich die jetzt hier einfach so rausholen kann, ohne Probleme, wenn ich jetzt Inventar liquidieren drücke, oder ob wir die jetzt erstmal verkaufen müssen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich würde jetzt einfach sagen, wir kaufen ein paar neue für den anderen Laden und stellen die dann dort erstmal ja, zum Verkauf. Dazu müssen wir natürlich einmal erst rüber zum Lagerhaus. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist das ein Verkaufshaus oder was auch immer, ne? I don't know. Auf jeden Fall müssen wir jetzt da erstmal rüber und uns da was besorgen. Dann habe ich mir gedacht, als nächstes wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn wir uns dann auch ein besseres Fahrzeug besorgen. Und zwar erstmal so einen Transporter, mit dem wir dann auch mehr Produkte, ja, rumfahren können, ne? Weil aktuell passen ja hier nur 4 bzw. 5 Kartons drauf. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so super, ne? Moment, wartet mal. Wir könnten ja eigentlich hier auch ein paar andere Produkte verkaufen, ne? Zum Beispiel so Personal Care Produkte. Ich glaube, das machen wir auch, Leute, oder?
Hier so Elektrorasierer, elektrische Zahnbürste, Haartrockner, Lockenstab, Haarglätter. Oder sollen wir dort direkt hier die richtig guten Produkte verkaufen? Ich glaube, Leute, nee, die Produkte kommen nachher in den richtig krassen Store. Ich würde sagen, hier bleiben wir erstmal, ich würde sagen, in dem einen Store jetzt hier machen wir nur so Videogames und Sachen zum Kochen rein. Dort machen wir die Haushaltsgeräte und so Elektrorasierer und sowas rein. Ich würde jetzt mal hingehen und hier uns mal so ein paar von denen besorgen. Gucken, kriegen wir 5 drauf? Nee. 5 passen nicht drauf, also 4 ist Maximum, Leute. Das heißt, wir müssen den Store auf jeden Fall schon mal umändern. In Körperpflege. Dann machen wir hier einfach mal den Body Store. Den Body Store draus. Huch, was ist jetzt passiert? Oh, ich wurde anscheinend gerespawnt. Naja, whatever. Ist jetzt nicht so tragisch. Wir machen hier einmal den Body Store draus. Na komm. So. Den Body Store. So, wunderbar. Wir haben den Game Store und den Body Store. Und genau, da müssen wir uns jetzt mal noch ein bisschen beeilen, denn wir haben aktuell 8.27 Uhr. Oder Laden ist natürlich noch nicht auf. Ich mache mal hier von 10, denn dann könnten wir das vielleicht eventuell sogar noch schaffen. Denn wir müssen jetzt natürlich einmal Geschäft. Hier Geschäft. Nee, Moment. Übersehen. Ne, das ist ja hier, ne? Das muss ja hier sein. Eastside Retail und Downtown Retail. So, ich guck mal ganz kurz, was wir da nochmal gerade gemietet haben. Wir haben nämlich Eastside. Eastside müssen wir, Leute. Alles klar, auf geht's. Zack, zack, einmal schnell rüber. So, Leute, ich glaube, das ist das gute Teil. Guckt doch mal dahin hier. Ist das Ding hier, oder was? Das sieht auf jeden Fall ziemlich danach aus. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen, wo unser Eingang vom Geschäft ist. Irgendwo hier hinten müsste ja zumindest... Ah ja, hier. Hier ist es doch. Wunderbärchen. Ich bin aktuell ein bisschen spät dran. So, aber das kommt jetzt alle schon mal da rein. Dann können wir hier direkt mal aufmachen. Wir sind ein ganz klein bisschen spät dran, ne? Also kann man jetzt nichts dran ändern. Wir können hier für einen Huni das Ganze verkaufen. Ah, ist natürlich jetzt ein bisschen... Ja, egal, was, wie auch immer. Ich würde sagen, wir machen mal als allererstes die elektrische Zahnbürste. Kriegen sie mal 10% drauf, ne? So. Und dann ist das Ding hier schon mal ready to go. Wir haben natürlich jetzt aktuell 2 Mitarbeiter. Die bekommen natürlich $14 pro Stunde. Macht natürlich am Ende des Tages $225 aus. Leute, ich würde sagen, wir gucken uns unser Geschäft mal von innen an. Wie das Ding denn eigentlich so aussieht. Dazu müssen wir, glaube ich, hier einmal drum rumlaufen. Und dann gucken wir mal hier. Fashion Store, Factory. Und hier ist der Haushaltsstore. Moment mal, den haben wir doch umgenannt. Ja, das wird sich bestimmt dann nachher noch upgraden. So, jetzt gucken wir doch mal hier. Aha, das ist der Body Store, Leute. Ja, hier haben wir... Oh, hier arbeiten dann nachher sogar 2 Leute anscheinend. Oh. Ja, dann hoffe ich doch auf jeden Fall, dass das hier mit dem Laden richtig gut anlaufen wird. Wir haben jetzt natürlich noch ein bisschen Geld übrig, was eigentlich dazu führt, dass wir noch vielleicht das ein oder andere Produkt kaufen gehen. Und drüben im Laden, ich glaube, da könnten wir eigentlich auch noch ein paar Produkte holen. Wobei, ich glaube, ich gehe einfach hin, warte, bis die Spiele hier komplett verkauft sind und dann machen wir dort einfach nur hier so quasi Toaster, Entsafter, also da wirklich dann so diese Haushaltsprodukte. Ich glaube, so machen wir's. Und hier werden wir natürlich dann noch die restlichen Produkte aufstocken. Wir haben jetzt hier erstmal den Föhn, hier haben wir den Lockenstab, hier haben wir den Elektrorasierer und hier müsste dann einmal unsere elektrische Zahnbürste sein. Ja, sieht ja sehr unspektakulär aus, aber ich glaube, da ist auch noch ziemlich viel Platz für weitere Produkte. So, wenn wir ja jetzt eh schon hier sind, können wir ja eigentlich mal rüber in den ins Fashion Factory rein und gucken, was es da Schönes gibt. So, was können wir denn hier Schönes kaufen? Hier, Klamottchen. Na, dann fragen wir doch mal, was es hier so
für schöne Klamottchen gibt. Oh, Leute, hier gibt es auf jeden Fall definitiv mehr als das, was... Leute, hier ist ja richtig viel am Start. Sehr geil. Auch Hosen. Da ist auf jeden Fall eine großartige Vielfalt gegeben. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Kostet auch nur ein Zehner tatsächlich. Könnten wir uns ja eigentlich mal ein bisschen neu ausstatten, oder? Neues Mützchen, ein paar Gläser, also ein paar eine Brille. Und hier natürlich, ja, wir könnten uns natürlich auch mal ein Bikini anziehen, ne? Wäre jetzt vielleicht auch nicht so schlecht. okay, ich würde sagen, wir ziehen uns mal, wir kaufen uns mal ein bisschen was an Klamotte neu. Vielleicht nehmen wir da mal hier so ein Hemdchen oder so. Ich bin ja eher so, ja, so. Ich würde sagen, das Ding nehme ich mal mit. Dann nehme ich mir noch eine Buchse mit. Ich glaube, die hier finde ich ganz nett, weil die so ein bisschen abgeranzt ist. Finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Dann gucken wir mal noch nach ein paar Schuhen. Ich glaube, die da würden ganz gut dazu passen. Mütze. Ja, wir könnten natürlich hier so einen geilen Cowboy-Hut aufsetzen. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht ganz so passend. Wir nehmen... Oh, ich mag grau. Ich nehme so eine graue mit und noch so eine grüne mit. Eine Brille brauchen wir jetzt nicht. Aber vielleicht noch eine andere Buchse. Also, ohne Buchse. Eine Boxershort. Nehmen wir doch einfach die hier. Oder nee, komm, wir nehmen hier sowas. So ein bisschen was Farbiges ausgefallen ist. So, wunderbar. Haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was eingekauft. Wir können die jetzt natürlich, oder können wir die schon anziehen? Nee, wir brauchen dann natürlich dafür einen Kleiderschrank. Und ich hoffe mal, dass wir den nachher auch in unserer gerade nicht so guten Unterkunft finden werden. So, was haben wir hier eigentlich noch am Start, Leute? Wir haben hier noch ein Urban Interiors. Oh, dann gucken wir doch mal hier noch rein. So, aha, hier ist ein Möbelladen. Ja, sehr geil. Ja, moinsen, junge Frau. Was haben Sie denn hier Schönes? Oh, Leute, hier gibt es auf jeden Fall definitiv noch mehr Auswahl. Aha. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Das ist ja schon mal super. Hier gibt es auch noch ein paar verschiedenartige Tische. Leider, glaube ich, gibt es hier nicht gerade so ein, wie soll ich sagen, so ein kleiner Couchtisch, ne? Das wäre ganz cool gewesen. Aber noch ein anderes Bett gibt es hier tatsächlich. Noch ein paar andere Lampen, ein paar andere Bilder. Hier gibt es noch andersartig größere Fernseher. Wir haben ja, glaube ich, den hier gerade mit 48 Zoll. Ist jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt, ne? Zumindest haben wir, glaube ich, $250 dafür ausgegeben. Jetzt gibt es hier noch einen 64 Zoll, einen 80 und einen 96 Zoll. Ja, leck mich doch am Sack, du. Alter Schwede. Dann haben wir hier natürlich noch verschiedenartige Farben. Das kennen wir ja schon. Und die Bodenstrukturen. Aber das können wir jetzt erstmal alles soweit in der Wohnung lassen. Auf jeden Fall ziemlich geil, dass es hier auch so ein Geschäft gibt. So, dann würde ich aber sagen, gucken wir mal, dass wir uns relativ schnell wieder auf den Weg machen. Was haben wir hier eigentlich noch? Eine Platinum Lounge. Aha, die ist anscheinend noch geschlossen. Naja, okay. Das ist aber alles nicht so tragisch. Ist jetzt eigentlich mittlerweile jemand hier am Start in unserem Geschäft? Ach so. Vielleicht sollten wir auch auf Laden öffnen drücken, ne? Ey, Männchenskinder Jimmy, bist du eigentlich noch ganz frisch in der Buchs? Ah, Moment, steht eigentlich jetzt mittlerweile vorne der richtige Name drauf? Ja, der Body Store. Da gibt es Körper. Da gibt es Körper zum Kaufen, Leute. Da gibt es Körper zum Kaufen. So, Leute, der nächste Tag ist quasi angebrochen. Wir haben aktuell 1.16 Uhr und ja, ein bisschen Kohle haben wir bekommen. Ich kann euch jetzt mal ganz kurz noch zeigen. Ich meine, ich gehe vielleicht mal von der Gastrunde, bevor mich hier noch gleich einer umfährt. Und zwar haben wir ein bisschen was verdient. Und zwar aber leider nicht ganz so viel. Wir haben insgesamt 1750 bekommen für unsere beiden Läden. Ist natürlich jetzt nicht gerade die Welt, ne? Aber war jetzt auch der erste Tag und wir waren auch ein bisschen verspätet unterwegs gewesen. Des Weiteren habe ich noch ein paar Produkte, die ich jetzt noch in meinem Inventar hatte, habe ich jetzt nochmal verkauft. Denn die haben wir nicht mehr gebraucht. Das war jetzt alles überhaupt gar nicht so tragisch. Und genau, habe jetzt natürlich dann nochmal die Miete erweitert für unseren Shop. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir uns eigentlich auf den Weg machen, direkt rüber zum anderen Laden. Denn
ich habe in dem Laden jetzt hier, ich habe den erstmal umbenannt in Household Store. Dort haben wir jetzt erstmal unsere ganzen Produkte wie Mixer etc. pp. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch schnell an der Tanke vorbei, muss eine Runde tanken, ein bisschen was einkaufen. Dann müssen wir auf einem Rückweg noch beim Lagerhaus, also bei diesem, ja, bei diesem Verkaufsding da vorbei und müssen dort noch ein paar Produkte holen für unseren Body Store. Und ja, und dann werde ich da noch mal ein bisschen was reintanken bzw. reinpumpen in den Laden. So, jetzt müssen wir erstmal hier noch mal 98 ausgeben. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen umrechnen, damit das auch passt. Nee, ich mache mal nicht ganz so viel. Mir reicht das, wenn das Ding hier auch letztendlich so halb voll ist. Wunderbar. Jetzt gehe ich noch mal schnell was kaufen. Nämlich, wir brauchen ja noch ein paar, ja, ein bisschen was zu futtern, ne? Ein bisschen was zu futtern. Da ist tatsächlich hier diese Proteinshakes, Leute, die sind wirklich echt super gut. Die geht da unsere Blase runter, aber das ist jetzt, glaube ich, mal nicht ganz so tragisch. Ich kaufe davon mal noch zwei. Dann nehme ich mal noch hier von zwei mit. Und dann nehmen wir noch, hier komm, zwei Banane mit. Und dann passt das erstmal soweit. So, dann schnell einmal zum Lagerhaus rüber und dann holen wir da nochmal schnell ein paar Produkte ab. Eins habe ich schon gekauft, nämlich eins, was noch gefehlt hatte. Und ja, aber jetzt habe ich schon gesehen, das Lager ist mittlerweile schon relativ leer in unserem Body Shop. Wenn ihr es jetzt mal hier seht, wir haben aktuell nur noch Elektrorasierer und Haartrockner am Start und einen Lockenstab. Da müssen wir noch ein bisschen was auftanken, ne? Da müssen wir noch ein bisschen was reinbuttern, Leute. So, einmal hier rein in den Laden. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben... Moment mal. Was hatten wir ja eigentlich jetzt noch am Start? Elektrorasierer, Haartrockner und Lockenstab. Mal nochmal ganz kurz drauf hier. Also, wir haben Elektrorasierer. Elektrische Zahnbürste brauchen wir noch. Zack. Dann hier einmal den Haarglatter habe ich am Start. Wir können jetzt noch zwei Stück mitnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt nochmal noch den Elektrorasierer mit. Und ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Ich würde sagen, komm, wir nehmen nochmal hier so einen Haartrockner mit. Attacke. Dann ist das hier einmal voll. Unser Konto ist fast leer. Aber das passt schon. Das wird am Ende des Tages wird das wieder super sein. Das sagt die Uhrzeit. 3.35 Uhr. Okay, das passt auch. Dann mache ich mich jetzt mal ganz fix zum Laden und dann ab geht's. So, dann einmal schnell hier rum auf den Lachs. Können wir hier eigentlich auch schön rückwärts einparken, wie sich das gehört. So, wunderbar. Haarglätter rein, Zahnbürste rein, Rasierer rein und Haartrockner rein. Sehr, sehr geil. Ja, oh Leute, es ist aber auch dunkel hier, gell? Wahnsinn. Ich gehe mal schnell in den Laden rein. Denn dann können wir uns das Ganze mal jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Ware anschauen. So, wie sieht es denn jetzt aus hier? Oh ja, schon definitiv ein bisschen gefüllter. Natürlich, klar, ist logisch, dass jetzt mit 20 Produkten das Ganze hier noch nicht so krass voll ist, wie man das eigentlich erwarten würde. Aber gut, ne? Aller Anfang ist schwer, aller Anfang läuft. Was wir noch machen könnten, wir könnten ja nochmal so eine Kampagnenlänge machen für die Werbekampagne. Vielleicht läuft das dann an dem Tag nochmal ein bisschen besser. Wir können ja mal hier mal ein Fuffi in den Bodyshop reinbuttern, weil wir jetzt ja hier eh Neueröffnung haben. Und hier würde ich sagen, machen wir einfach auch nochmal ein Fuffi rein. Jetzt bin ich wirklich wieder kurz vor knapp mit meiner Kohle. Aber kriegen wir schon, ne? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall 20, 30, 50, 60. 60 Produkte am Start im Household Store. Und wir haben jetzt insgesamt 20, 30, 60... 70 Produkte im Body Store. Und eigentlich können wir hier mal Body Care machen, ne? Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Im Body Care Store. So. Und dann haben wir auf die Elektrorasierer haben wir aktuell 10%. Das heißt, die Leute bezahlen dafür tatsächlich nur $90 anstatt 100. Ist auch anscheinend ein ziemlich teurer Elektrorasierer. Aber gut, ne? So ist es halt. Oh, Moment. Der Name hat sich nicht geändert. Obala.
Ah, schreiben wir den nochmal ganz kurz hin. Nee, nicht Boffy. So, Bodycare Store passt. Hey! So, jetzt passt es. Wunderbar. Bodycare Store läuft. Das heißt, boah, das ist halt ziemlich teuer hier, ne? Tageslöhne 252 für die Mitarbeiter. Aber dafür kriegen wir, das haben wir ja eigentlich mit drei Produkten, wenn wir drei Produkte verkaufen, haben wir das ja wieder raus. Von daher sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Jetzt können wir nochmal auf unser Handy schauen, ob wir da noch irgendwie was Schönes machen können. Denn, ja, wir haben ja nur die drei Arbeitsplätze hier. Aktuell haben wir 6.08 Uhr. Wir könnten natürlich nochmal irgendwo was arbeiten gehen, aber ihr habt mir gesagt, ich soll meinen Fokus mehr auf die Geschäfte legen. Denn wir werden damit auf jeden Fall allerhand voll zu tun haben. Wir können ja nochmal eine Runde hier in Tinder reingehen. Wenn das auch Tinder heißt, wie auch immer. Und dann können wir ja nochmal kurz die Jade abchecken, ob die jetzt vielleicht heute ein bisschen gesprächiger mit uns ist. So, dann beginnen wir mal ein Gespräch mit ihr. Was haben wir denn hier? Würden Sie mich durch das prätentiöse Meer der modernen Kunstausstellungen führen? Ich verspreche, einen Flachmann und niedrige Erwartungen mitzubringen. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Leute, das kann ja wieder nur nichts werden, oder? Oh, sie schreibt auf jeden Fall ziemlich lange. Ha, ich bin dabei. Solange wir uns über die abstrakten Bilder lustig machen und unsere Augen über die überteuerten Installationen verdrehen können. Und der Flachmann, nicht verhandelbar. Ja. Taco-Nacht, bist du dabei? Ich habe gehört, dass du dich für Gartenarbeit interessiert. Willst du einen Pflanzenkiller wie mir helfen? Oder bist du diese App auch so leid wie ich? Wir fragen einfach mal, ob sie diese App auch so leid ist wie wir. Vielleicht will sie sich ja treffen. Das gibt es doch gar nicht, Leute. Mir ist gerade etwas dazwischen gekommen. Wie wäre es, wenn wir uns später wieder treffen? Ja, Dankeschön für nix. Also, das läuft auf jeden Fall nicht mit der jungen Frau hier. Was haben wir denn noch hier? Die Amara. Komm, dann fragen wir nochmal die Amara. Running, Wine und Nightlife. Hey, hier gibt es frisch gebackene Kekse, sagen wir jetzt mal zu der jungen Frau. Ich glaube, letztes Mal fand sie die auch schon lecker. Oh, lecker. Ich hoffe, du hast einen für mich übrig, Jimmy. Kekse sind meine Schwäche. Ich glaube, ich werde dieses Wochenende mein Wohnzimmer neu dekorieren. Juhu, ich möchte die Magie in deinem Leben sein. Ja, wir müssen mal das Ganze so ein bisschen langsam angehen, ne? Ich glaube, ich werde dieses Wochenende mein Wohnzimmer neu dekorieren. Mal gucken, was er sagt. Wenn du eine zweite Meinung zur Farbgestaltung brauchst, bin ich dabei. Ich kann nicht versprechen, dass ich ein Design-Experte bin, aber ich bin auf jeden Fall ein Profi darin, jede Aufgabe lustiger zu machen. Okay. Ich glaube, letztes Mal hatten wir hier das mit dem Zelten gehen. Ratet mal, was ich denke darüber nach, eine Katze zu adoptieren. Ich sag mal, was hast du gerade zu mir gesagt? Ach, das gibt's doch nicht, Leute. Jetzt hat sie auch keine Zeit zum Plaudern. Naja, wir haben's probiert, ne? Wir haben's probiert. So, was sagt die Uhr? 7.31 Uhr bzw. 32. Das heißt, der Laden macht gleich auf. Ich muss jetzt mal noch eine Runde was essen und was trinken. Das heißt, ich pfeife mir jetzt erstmal hier so zwei leckere... Oha, da müssen wir aber ganz schnell aufs Klo hier. Wo ist denn hier das Klo? Oh, Leute, das war aber auch ganz, ganz knapp, Freunde. Das war wirklich ganz, ganz knapp. Uiuiui. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Ah, das ist unser Lager. Schön. Schön leer, eher gesagt. Ja. Das ist auf jeden Fall nichts. Dann würde ich sagen, Leute, mache ich hier mal die Tür zu und dann machen wir uns erstmal zurück. So, denn wir haben jetzt ja heute relativ viel getan. Das heißt, der erste Tag war jetzt noch nicht so erfolgreich, letztendlich was unser Geschäft angeht. Aber gut, das wird sich definitiv, denke ich mal, am Ende dieses Tages doch sicherlich deutlich ändern. Das heißt, ich werde jetzt erst nochmal zurückfahren. Dann werde ich nochmal gucken, dass wir... Ja, eigentlich schlafen müssen wir nicht, ne? Aber ich müsste mal eine Runde duschen gehen. Und ich glaube, das werde ich jetzt mal machen, Freunde. Und dann gucken wir mal, was sich noch am dem Rest des Tages so zu tun gibt. Oder beziehungsweise was es noch am Rest des Tages so zu tun gibt. Und oder wie wir uns hier noch eine Runde verdulden können. Leute. Also es ist ja
nett hier zu pennen, gell? Also, aber soll ich euch mal was sagen? Leute, das glaubt ihr nicht. Ich wurde hier gerade beklaut. Ich hab gedacht, ich mach mal hier noch so ein Nickerchen, ne, für ein paar Stündchen, damit meine Müdigkeit hier komplett auf 100% ist. Werde ich wach, kriege ich einfach eine Meldung, ich wurde bestohlen. Und Leute, die haben mir einfach mein Hemd geklaut. Was ist denn mit denen? Die haben mir einfach mein Hemd geklaut. Also, was ist das hier für eine Bagage? Leute, es wird echt Zeit, dass wir wieder unsere eigene Wohnung haben. Weil das hier geht ja gar nicht mit diesen Kunstbanausen hier. Was ist das hier für eine Frechheit? Ich hoffe mal nicht, dass sie das waren hier, ne? In ihrem Regenmantel. Leute, das ist ja richtig crazy. Wenn wir hier einfach beklaut. Glaub's nicht. So, aber Leute, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Wir haben 15 Uhr. Das heißt, der Laden ist noch 3 Stunden offen. Eieiei, das wird auf jeden Fall mal, glaube ich, ein guter Tag. Wir können ja mal gucken, was es hier Schönes an Autos gibt. Oh ja, Leute, den haben wir doch demnächst gerade gefahren. Ah, oh, das ist wirklich ein schönes Teil. Wir können mal gucken, was es noch so Schönes hier gibt im Ausstellungsraum. Klar, einmal den Fulton Dynamo und dann hier diesen Fulton Express. Da habe ich eigentlich gedacht, der wäre eigentlich eine gute Investition. Dafür brauchen wir aber $16.500, denn da können wir dann 24 Ladungen an Kartons transportieren. Ich glaube, das wäre überhaupt gar nicht so schlecht, ne? Denn mit dem aktuellen, mit dem Fuji, naja, ich weiß nicht, ne? Da kriegen wir halt immer nur 4 Kartons drauf. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ansonsten gibt es ja noch hier diesen Parker Scout, aber da kriegen wir gar nichts rein. In den, ja, ich sag mal, entweder ist das ein Honda Civic oder ist ein Honda CRX. Da kriegen wir halt auch nichts rein, ne? Eine Ladung oder hier. Leute, da können wir hier mal richtig voll machen. Hier 72, aber für 61.000, das wird ganz, 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 ganz schwierig. Wir können ja mal gucken, was es noch für Läden gibt. So, hier auf der Karte haben wir nämlich ja noch, wir waren ja hier jetzt beim Cutler Used Automobiles. Dann gibt es noch den Full Coat Body Shop, aber da können wir nur unser Fahrzeug ändern. Hier beim AVA waren wir ja schon. Ich würde jetzt gerne mal noch zum Lawson Motors rüberfahren. Denn hier wissen wir ja schon, da gibt es relativ, ja, eigentlich nur so, ich sag jetzt mal, Audi-Geschichten, ne? Das sieht alles nach einem Audi aus. Gucken wir mal noch beim Lawson Motors vorbei, was es da für schöne Sachen gibt. So, delle Leute, hier rechts ist der Laden. Ich bin mal gespannt, was es hier Schönes gibt zu kaufen. Ich würde sagen, wir parken mal unsere Karre hier. Oh, das sieht aus, ja, wie der Dodge Charger. Mal gucken, was die hier für schöne... Oh, da hinten ist auch noch so ein Transporter. Mal gucken. So, bei Lawson, Leute. Oh, hier gibt es aber auch mal einen richtig, richtig, richtig schicken Pickup. Nice. Okay. Also, wir haben hier einmal den Lawson SR450. Leute, bringt uns aber auch nicht viel, außer dass da 4 Leute reinpassen. 4 Ladungen ist halt auch nichts und ist auch viel zu teuer. Dann haben wir den Lawson SR600. Der ist, glaube ich, einfach nur ein bisschen größer, ne? Also zumindest von der Leistung her. Dann haben wir hier den Lawson Punisher. Da passt aber nichts rein. Dann haben wir den GT. Da passt auch nichts rein. Und das war's dann auch schon wieder. Also müssen wir letztendlich nachher auf den Gebrauchtwagenhändler zurückgreifen und hoffen, dass wir dann relativ zeitnah irgendwie, was waren es, 16.000 bekommen. Und dann sollte das doch funktionieren. Dann haben wir zwar erstmal nur einen Transporter, aber da passt auf jeden Fall sehr viel rein. Das sollte uns auf jeden Fall helfen, dann weitere Produkte zu kaufen und vor allen Dingen zu transportieren. So Leute, wie viel Uhr haben wir denn eigentlich mittlerweile? 17.40 Uhr. Also der Tag ist fast rum hier für unsere Angestellten. Ich bin gleich mal gespannt, wirklich, was die denn so am Ende des Tages für einen Umsatz erzielt haben und ob sich das diesmal auf jeden Fall gelohnt hat. Ich fahre auf jeden Fall schon mal Richtung Lagerhaus zurück, beziehungsweise, ja, auf jeden Fall Richtung Heimat zurück, denn egal wie es ist, wir brauchen definitiv für den nächsten Tag ja noch neue Produkte, denn ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass die bestimmt ein bisschen was eingekauft haben und wir müssen das ja dann wieder restocken. Von daher, ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Lagerhaus, Leute. Und dann schauen wir mal, wie der Tag denn letztendlich so verlief.
So, der Drive-In war auf jeden Fall schon mal prickelnd. Ich glaube, das lief. Ha, dort habe ich hier mal gut hingekriegt. So, jetzt gucken wir mal, Leute. Denn wir haben mittlerweile 18:42 bzw. 43:44. Und jetzt gucken wir doch mal, was das hier so... Oh, Leute, der Bodycare Store hat $3,450 erwirtschaftet. Sehr geil. Wir haben auch nur noch 30 Produkte am Start. Und der Household auch nochmal $2,880. Leute, einsame Spitze. Das heißt, an einem Tag hier haben wir einfach mal über $6,000 erwirtschaftet. Leute, mega geil. Da gehen jetzt zwar natürlich noch die Löhne ab, aber das passt sehr gut. Was bedeutet, ja, morgen, in der nächsten Folge, werde ich erstmal relativ viele Produkte hin und her fahren müssen. Denn wir haben hier nur noch 20 Entsafter drin. Das wird auf jeden Fall, das muss erstmal wieder gefüllt werden. Und hier, Leute, da wird es auch erstmal wieder riecht. Da muss erstmal wieder aufgefüllt werden, was da Zeug hält. Da sind ja nur noch 30 Produkte am Start. Also, das ist ja nichts mehr. Das ist ja wirklich nichts mehr. Wir können hier auf jeden Fall schon mal die Haartrockner 10% günstiger machen. Und da bin ich mal gespannt, wie der nächste Tag so läuft. Ne? Fakt ist auf jeden Fall, es hat uns auf jeden Fall sehr viel geholfen, dass wir hier noch so eine Werbekampagne gestartet haben. Ich glaube, das war ganz gut gewesen. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch wieder gefallen hat und ihr gerne mehr sehen wollt, dann lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Dennison. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.